Hey Leute und herzlich willkommen zurück hier auf Maisy.at. Ich kann nicht genau versprechen, ob am Sonntag, also jetzt am kommenden Sonntag, ein Video zu der Küche kommt. Denn ich bin noch nicht so weit, um dazu ein komplett fertiges Video zu drehen. Deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich euch heute mal eine kleine Optimierung, die ich nach vorne nehmen möchte. Und um was es hier genau geht, zeige ich euch jetzt. Es geht um den Schaltweg. Der ist mir etwas zu kurz. Ich bin 1,75 Meter groß und muss beim Schalten in den fünften Gang bzw. in die vorderen Gänge, sprich 1, 3 und 5, mich immer aus dem Sitz nach vorne beugen. Dafür gibt es aber Abhilfe, denn es gibt sogenannte Schaltwegverlängerungen oder Schalthebelverlängerungen, die man einfach nur draufschraubt. Und wie ihr das bei eurem T4 auch machen könnt, zeige ich euch nämlich genau jetzt. Ja, der Blick aus der GoPro, ein kurzes Troubleshooting. Der Schaltweg insgesamt beträgt jetzt aktuell, wir messen jetzt mal vorher und nachher, beträgt jetzt ja, 44 cm vom Boden bis nach oben zur Spitze, zum Schaltknauf. Das messen wir natürlich gleich nochmal, nachdem wir die Schaltwegverlängerung angebaut haben. Ich habe hier dieses kleine Stück sozusagen gestern erhalten und es kommt in ja, eigentlich zwei Teilen. Die eigentliche Verlängerung, wenn ihr zu schwere Sachen an eurem Hebel habt, flattert der auch beim Fahren natürlich. Und je mehr Länge und je mehr Gewicht ihr an diesem oberen Punkt habt, desto mehr Kraft wirkt natürlich unten am Beginn des Hebels. Ja, also ein ganz normales Hebelgesetz sozusagen. Und damit ballert ihr euer Getriebe aus. Ja, oder die Schaltfinger zumindest am Getriebe. Deswegen sollte man darauf achten, dass man da nicht zu viel Klimbim anbaut. Das Stück hier ist relativ leicht und ich denke, dass das nicht unbedingt viel Auswirkungen haben sollte. Deswegen verbaue ich das mal einfach guten Gewissens. Es kommt dazu noch eine Mahnschraube, die ihr dann zum Sichern des Hebels hier irgendwo einschraubt. Hier unten genau. Und der Inbusschlüssel dazu, der passende. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir auch schon mal an, damit das Ganze auszubauen. Ist eigentlich relativ einfach. Ihr habt euren Schaltsack und ihr habt den eigentlichen Griff. Was ihr zuerst macht, ist, ihr schraubt den Griff ab. Das geht auch easy. Wenn der mal richtig angeknallt wurde, dann muss natürlich mit etwas Kraft bewegt werden. So, irgendwann geht es nicht weiter. Zeige ich euch nämlich auch gleich warum. Dann nehmt ihr den Schaltsack ab. Den habe ich jetzt schon mal gelöst. Da müsst ihr mit ein bisschen Kraft, sage ich mal so. Ist noch nicht ganz locker. Mit ein bisschen Kraft. Nanu. So, jetzt. Mit ein bisschen Kraft ziehen. Und dann steckt der Knauf hier oben in so einer kleinen Nut, den müsst ihr ein bisschen rausdrehen, dann den Knauf, dann habt ihr das Ding schon in der Hand. Was ihr jetzt macht ist, ihr steckt, so wie das vorhin der Fall war, die Verlängerung, ja, dieses Stück seht ihr auch hier an dem Knauf, ja, das ist im Prinzip fast dasselbe, etwas Gewalt. Das auch funktioniert, ist, wenn ihr das Teil hier mal reinschmeißt. Und da kräftig dran zieht. Jetzt habe ich hier natürlich das Ganze schon vorweggegriffen so ein bisschen. So, dann steckt das Ganze schon mal in eurem Schaltsack. Jetzt müsst ihr gucken, wie rum der kommt. Der Schaltsack hat hier so zwei Clipsies. Die müssen in die entsprechenden Löcher, die ihr dort habt. So, einmal hier und dann auf der gegenüberliegenden Seite. Aufpassen, dass dieser untere Schaltsack hier wieder richtig raufkommt, sonst wird es kalt. Schön raufdrehen. So, irgendwann ist das Ding dann fest. So. Klick. Dann sitzt das Ganze wieder. So, nochmal richtig festziehen. Knauf oben drauf. So, und dann war's das Ganze. Jetzt noch kurz ausmessen. Wir hatten vorher 44 und kommen jetzt hier auf ja, 54, sage ich mal. 55, also gut 11 cm mehr als vorher. Ja, und ich denke, das lohnt sich schon und wie es sich fahren lässt,
werde ich jetzt prüfen. Das ist nämlich auch für mich dann die erste Fahrt damit, aber ich nehme euch mal mit. Ja, jetzt zurück sitze ich in einer relativ gemütlichen Sitzposition und die ganze Armatur ist jetzt etwas optimiert und ich muss sagen, es fühlt sich jetzt schon ganz, ganz anders an als vorher und ich würde vorschlagen, wir fahren einfach mal los und schauen uns das mal an. Ja, die T4-Fahrer unter euch wissen das, dass jetzt da, wo natürlich, machen wir die Fenster ein bisschen hoch, dass jetzt da, wo die Verlängerung eingeschraubt wurde, natürlich vorher der Knauf saß. Und natürlich jetzt hier um gut 11 cm haben wir ja ausgemessen, der ganze Schaltweg verlängert ist. Sprich, der Knauf war vorher circa, naja, ich sag mal, etwas höher als die Sitzfläche der Sitzbank, der Beifahrersitzbank. Und wie gesagt, das sind jetzt hier 10 oder 11 cm mehr und es macht schon einen erheblichen Unterschied. Und es macht echt super Spaß und ich kann auch im Sitz sozusagen sitzen bleiben. Die Lehne ist nach hinten und ich kann ganz sauber schalten. Ja, der fünfte ist natürlich durch diese Schalthebelverlängerung verlängere ich ja auch den Weg natürlich, den der Schalthebel an sich in diese Richtung zurücklegt. Somit ist der fünfte Gang trotzdem etwas schwieriger zu erreichen, aber nicht erheblich mehr als vorher. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo von euch freuen. Lasst doch ein Like da und wenn ihr Bock habt, teilt das Ganze sogar. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!